Wenn du gegenwärtig im ALG-1-Bezug bist und mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, dann gibt es tatsächlich öffentliche Fördermittel für dich, und zwar den Gründungszuschuss. Und ich werde dir in diesem Video zeigen, welche Möglichkeiten du dir hast, mit dem neuen Online-Rechner auszurechnen. Erstens, wie viel Gründungszuschuss du beantragen kannst. Zweitens, was aber auch die Voraussetzungen sind, die erfüllt sein müssen. Und das werde ich dir in diesem Video erklären. Das Team der X-Group hat in den letzten 10 Jahren weit über 1000 Anträge eingereicht bei der Arbeitsagentur und auch beim Jobcenter. Da wissen wir ganz genau, wie die Abläufe sind und weisen darauf hin, dass es ein dauerhaftes Förderprogramm ist, das nichts mit irgendwelchen Pandemie- oder Corona-Hilfen zu tun hat, sondern die Gesetzesgrundlage ist das SGB III und da der Paragraph 93. Es gibt mehrere Gründe, weshalb so ein Antrag abgelehnt werden kann. Ein Grund, den du auf jeden Fall vermeiden kannst und mit dem Online-Rechner berechnen kannst, sind deine 150 Tage Restanspruch. Das bedeutet also, dass dein Bewilligungsbescheid 12 Monate gehen kann, aber du kannst nicht im 12. Monat erst den Antrag auf Gründungszuschuss stellen. Vielmehr heißt es, am 4., 5. oder 6. Monat den Antrag abzuholen und vor Ablauf der 150 Tage den Antrag auch einzureichen, mit Businessplan, mit Finanzplan und einer fachkundigen Stellungnahme. Bedenke aber bitte daran, dass die Behörden anders rechnen als du und ich. Wir würden vielleicht die Kalendertage vom Bescheidende zurückrechnen. Aber da ist es schon vorgekommen, dass Anträge einfach formell abgelehnt worden ist, weil die Behörden mit 30 Tagen pro Monat rechnen. Wenn du daher wissen willst, wie viele Tage du noch als Restanspruch zur Verfügung hast und dich auch interessiert, wie hoch tatsächlich dein Anspruch auf Gründungszuschuss ist im Falle einer Bewilligung, dann lade ich dich ein, den Online-Rechner dafür zu nutzen. Denn dann zeigen wir auf, dass du nicht nur 6 Monate, sondern insgesamt 15 Monate Fördermittel beantragen kannst. Und du findest jetzt hier eingeblendet den Link zum Online-Rechner und auch unter dem Video im Text findest du ebenfalls den Link, wo du einfach raufklicken kannst und du kommst direkt auf die Seite mit dem Online-Rechner. Wenn du also jetzt gleich auf den Link klickst, kannst du nicht nur herausfinden, ob du noch genügend Tage zur Verfügung hast und wie hoch dein möglicher Gründungszuschuss sein kann im Falle der Bewilligung, sondern du kannst noch ein weiteres Geschenk noch prüfen lassen. Die gute Nachricht ist, dass die Agenturen für Arbeit nicht nur ein Bewerbungscoaching fördern, dass du einen neuen Arbeitsplatz findest, sondern sie fördern tatsächlich auch eine Beratung in die Selbstständigkeit und das mittels eines Gutscheins. Und dazu kannst du jetzt auch ein entsprechendes kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, um zu überprüfen, ob du eine Antragsberechtigung dafür hast. Zusammengefasst hast du also die Vorteile beim Online-Rechner herauszufinden, ob du noch genügend Zeit hast, wie viel Geld für dich möglich sind und ob du einen Gutschein bekommen kannst für bis zu 80 Beratungseinheiten. Und das Gute für dich ist, da kann die fachkundige Stellungnahme, die du sowieso normalerweise bezahlen müsstest, schon mit inklusive sein. Das heißt, beantrage jetzt dein kostenfreies Erstgespräch und rechne jetzt auch aus, wie hoch deine Ansprüche sein können.